die Leute, die das nicht gesehen haben hier im Raum, nur als Information eben, wo unsere Reise hingehen soll und was wir bisher schon durchgeführt haben während des Sommers. Wir wollen natürlich auch zeigen, dass wir durchaus mit anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, dass wir innovative Ideen mit denen zusammen umsetzen. Und ja, deswegen ist es hier eine ganz wichtige Veranstaltung für uns auch. Ist der zu groß, dieser Kurs, oder zu klein? Und wie könnten wir das möglicherweise in einem Rahmen, wie man es hier sieht? Da ist uns vor allen Dingen wichtig, dass wir den Bürgern über unsere Tools, die wir entwickeln, mehr Möglichkeiten zur Beteiligung in der Stadt geben. Aber darüber hinaus auch über die Open Government Data, die zum Beispiel auch die Stadt Wien zur Verfügung stellt, dass man darüber Transparenz schafft, weil wir feststellen, dass wenn wir jetzt als Experten viel mit den Daten arbeiten, dann wissen wir, was in den Daten drinsteckt. Die Stadt gibt die Daten, stellt sie zur Verfügung. Aber die Bürger können damit nichts groß anfangen, weil sie oftmals in Formaten sind, die sie nicht lesen können oder gar nicht wissen, dass es sie gibt. Das kommt immer wieder vor. Und dass wir die so aufbereiten müssen, dass sie auch konsumieren können und darüber dann auch mitbekommen, wie eine Stadt tickt und warum bestimmte Planungsmaßnahmen so durchgeführt werden, wie sie durchgeführt werden. Naja, der digitale Alltag wird sein, dass wir noch viel mehr ständig vernetzt sind. Also dass man nicht das irgendwie am Telefon hat, sondern dass man möglicherweise mit Augmented Reality Brillen ständig Informationen bekommt um sich herum. Aber auch, dass es dann Möglichkeiten geben muss, wo man sich mal komplett abschalten kann, so wie es das hier zum Beispiel auch gibt, dass man gar keine digitalen Informationen mehr bekommt. Daten